In der Fußball-Oberliga hat der Tabellendritte Tramin in den traditionellen schwarz-weißen Trikots am letzten Spieltag der Hinrunde den zweiten St. Georgen zu Gast. Die Jergener gehen kurz vor der Pause in Führung. Lukas Eichner lässt auf dem Flügel alle stehen, bringt den Ball in die Mitte, wo Ruben Bassler zum 1:0 für die Pusterer einnetzt. Ausgerechnet der junge Bassler, der heute sein Startelfdebüt in der Meisterschaft für die Jergener gibt, erzielt den Führungstreffer. 5 Minuten vor Spielende fallen dann endgültig die Würfel. Die Traminer verlieren den Ball im Spielaufbau. Simon Harasser bedient den eingewechselten Noah Giertl und der lässt Scuteri mit diesem platzierten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Danach trifft Bachrechner noch den Pfosten. Es bleibt aber beim 2:0. St. Georgen beendet mit diesem Sieg die Hinrunde auf Platz 2 mit 8 Zählern Vorsprung auf Tramin. Der SV Lana klettert vor der Winterpause auf Rang 4. Die Mannschaft von Kurt Fohrer setzt sich gegen St. Martin Moos mit diesem Treffer von Issam Quadit in der 18. Minute durch. René Pomeré schaut hier nicht gut aus. Für Quadit ist es das erste Oberligator überhaupt. Vorige Woche feierte der 16-jährige Nachwuchsspieler sein Debüt mit Lana. Jetzt trifft er gleich bei seinem ersten Startelfeinsatz. St. Martin rutscht nach dieser Niederlage auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Ich glaube, aus 15 Spielen, 15 Punkte ist, was wir uns vielleicht vor der Saison vorgenommen hatten, ein bisschen wenig. Aber ich glaube, Kopf auch. Nichtsdestotrotz, wir schauen von Spiel zu Spiel, schauen allem Vollgas zu geben und werden gleich weitermachen wie bisher. Auch in der Landesliga wurde die letzte Runde vor der Winterpause ausgetragen. Im Match Sterlang gegen Arntal geht es um den zweiten Tabellenrang hinter Herbstmeister Naturns. Die Pusterer gehen schon in der 7. Minute in Führung. Nach diesem langen Pass von Maurer batzen in der Terlaner Abwehr Kapitän Unterholzner und Torhüter Gascone. Manuel Zimmerhofer bedankt sich und netzt zum 1:0 ein. Noch vor der Pause verliert dann Perry hinten den Ball. Der kommt schließlich zu Richard Maurer und sein Distanzschuss passt genau der 2:0 Endstand für Arntal. Wichtige Punkte im Abstiegskampf holt sich Leifers im Heimspiel gegen Latsch. Die Hausherren überraschen die Finchker mit einem Blitzstart. 4. Minute, das Zuspiel von Luca Capelletto zu Ausserer Wieser. Und der spielt mit diesem herrlichen Steilpass Samuel Kreppertz frei. Das 1:0 für die Gastgeber. Und dabei bleibt es auch. Leifers schlägt überraschend Latsch und zieht in der Tabelle mit dem drittletzten Albeins gleich.